Porsche E-Hybrid Workshop in Frankfurt. Spritverbrauch und CO2-Ausstoß sind die Themen der Autoindustrie und Porsche als innovativer Sportwagenbauer möchte da gerne von wegfahren. Deshalb kommt der neue Cayenne auch als SE-Hybrid-Version auf den Markt. Frage: Passen Porsche und Plug-in-Hybrid überhaupt zusammen? Der E-Hybrid ermöglicht ja nicht nur lautloses und lokal emissionsfreies Fahren, sondern die E-Maschine kann Ihnen ja auch in Fahrzuständen den Verbrennungsmotor unterstützen. Und dann haben Sie da zusätzliche elektrische Energie, die Ihnen für sehr sportliches Fahren zur Verfügung steht. Der Plug-in-Hybrid-Antrieb im Cayenne verbindet das rein elektrische Fahren auch über größere Strecken mit einem verbrauchsgünstigen Verbrennungsmotor. Wichtigster Pluspunkt: geringere Emissionen und das bei Porsche-typischen Fahrleistungen. Technisches E-Hybrid-Highlight ist der Supersportwagen Porsche 918. Normalerweise verbindet man Hybrid mit billigen Autos, die oft zu langsam und zu langweilig sind. Aber dieses Auto zeigt eine andere Möglichkeit der Technologie. Es ist beeindruckend, dass Porsche dieses Auto hat. Ein Sportwagen. Der 918 Spider demonstriert gerade auf der Rennstrecke, dass selbst Supersportwagen durch Hybridtechnik neue Leistungsdimensionen erreichen können. Er hat ein einzigartiges Allradkonzept mit einem kombinierten Antrieb aus Verbrennungs- und Elektromotor an der Hinterachse und einem zweiten Elektromotor an der Vorderachse. Der Cayenne SE Hybrid überzeugt auf Wunsch mit seinen Sportlergenen. Durch den E-Antrieb mit einer Reichweite von bis zu 36 Kilometern ergeben sich aber auch neue Möglichkeiten für die Besitzer. Zum Beispiel lautlose Fahrten durchs Gelände, ohne die Fauna durch Motorengeräusche zu stören. Die Batterie kann natürlich während der Fahrt geladen werden. Der SE Hybrid kann aber auch an der Steckdose tanken. Durch Eingabe eines Codes wird die Elektrozapfsäule entsperrt und kann zum Laden genutzt werden. Die Ladebuchse befindet sich auf der Fahrerseite. Der neue E-Hybrid hat eine deutlich größere Batterie und eine leistungsfähigere E-Maschine. Die Vorteile für den Kunden liegen darin, dass er im urbanen Umfeld bis zu 36 Kilometer weit elektrisch fahren kann und dabei einen Spritverbrauch von 3,4 Litern nach neuem europäischem Fahrzyklus hat. Soweit die Theorie. Für eine Systemleistung von 306 kW, kaum weniger als die des Cayenne S, zahlt man beim SE Hybrid 82.087 Euro in Deutschland, also gerade mal knapp 2.000 Euro mehr als für den Cayenne S. In 5,9 Sekunden kann der SE Hybrid auf 100 km/h sprinten. Kann man jedoch der Verlockung widerstehen und wirklich unter 4 Liter auf 100 km verbrauchen? Porsche ließ es Journalisten im Rahmen des Workshops testen. Ich würde gerne die Verbrauchswerte, die Sie auf dem Weg hierhin erzielt haben, durchgehen. Wie Sie sehen, sind es 4,1, 4,3, 3,8 und 6 Liter für die verschiedenen Teams mit dem Cayenne. Ich finde es immer noch am besten, wenn der Motor anspringt. Aber der Hybrid-Technik gehört definitiv die Zukunft. Es ist einzigartig, ein Auto zu haben, das lautlos fährt im Hybridmodus, aber trotzdem das fantastische Porsche-Feeling hat, wenn der Motor läuft. Beide Modi sind fantastisch. Man kann nicht bestreiten, dass es ein Porsche ist. Er fährt wie ein Porsche und macht genau, was man will. Er hat die perfekte Balance. Bremst und lenkt toll. Die Kombination aus E-Motor und Verbrenner raubt ihm nicht das gute Fahrgefühl. Es ist ein super Paket. Künftige Porsche-Sportwagen-Generationen werden sicherlich von den E-Hybrid-Entwicklungen profitieren. Porsche und Hybrid passen exzellent zusammen. Schließlich hat schon der Urvater der Sportwagenmarke, Ferdinand Porsche, mit dem Hybridantrieb experimentiert.